Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Breaking News aus dem Hause Star Stable. Denn es gibt eine neue Funktion auf der Homepage und wenn ihr hier oben auf 10. Jahrestag geht, können wir zusammen ein Pferd gestalten. Und nicht nur das, denn hallo, wir laden dich ein. Sei bei unserem Partyplanerkomitee für die Feiertlichkeiten zum 10. Jahrestag dabei. Der Jahrestag ist noch ein paar Monate entfernt. Aber wir haben jede Menge vorzubereiten und dir ist es nämlich jetzt, wir backen nicht nur Kuchen, wir wollen nämlich auch gemeinsam ein Pferd erschaffen. Und jetzt passt es nämlich auf, jetzt wird nämlich das Wichtigste darüber enthüllt, denn es gibt passend zum Jahrestag auch Geschenke und Starsa beschreibt, denn das Pferd, was wir zum 10. Jahrestag erschaffen, bekommen alle Spielerinnen und Spieler von Star Stable geschenkt. Oh ja. Ihr habt richtig gehört, wir bekommen alle ein Pferd von Star Stable geschenkt. Und zwar zum 10. Jahrestag im September. Also, 10. Jahrestag im September heißt es Geschenke. Und wir basteln jetzt erstmal ein Pferd. Und hier ist es ganz wichtig, Star Stable sagt, dass das, was die meisten Stimmen in jeder Kategorie hat, also es wird nicht das Pferd gewinnen, was am häufigsten kreiert wurde, sondern das wird gewinnen, was am Ende in jeder Kategorie gewinnt. Also, wir gucken mal, was haben wir hier oben. Wir haben hier einen Goatland Pony, wir hätten hier auch ein Urpferd, ein Lusitano, wir haben auch ein Mavari. Was nehmen wir denn da? Ja, das heißt also, welches Pferd gewählt wird, entscheidet nicht quasi die Gesamtkombination, sondern wenn jetzt zum Beispiel welche Rasse am häufigsten gewählt wird, sagen wir mal diese Rasse. Dann heißt es zum Beispiel, wenn jetzt als Beispiel eine andere Rasse häufiger gewählt werden wird, kann auch trotzdem das Pferd dann meine Farben haben. Denn ich gucke jetzt mal, ach komm ey, wir möchten noch zum Geburtstag ein Regenbogenpferd. So, das heißt, wenn alle jetzt für Regenbogen stimmen bei der Fellfarbe her, dann könnte es passieren, dass egal welche Rasse gewinnt, sie dann regenbogenmäßig wird. Schauen wir unsere Kennzeichen an. Irgendwie sieht das hier geil aus, aber das hier mit Regenbogenfarben, das wäre irgendwie nice. So. Machen wir die Abzeichen auf dem Regenbogenfarben, dann weiß. So, haben wir. Das hier finde ich nice. Abzeichen im Gesicht werden auch weiß. Und die Beine und weiß. Und dann haben wir Regenbogenkörper und alle Abzeichen darauf weiß. Übrigens, wird es jetzt immer heiß, wenn zum Beispiel alle Leute das hier wählen würden und Regenbogenkörper, dann würden wir im Endeffekt dann einen Regenbogen als Beispiel Lusitano haben. Obwohl alle anderen halt sich im Endeffekt entschieden hatten, Goatland Pony mit irgendwas zu basteln. Also die Rasse, die am häufigsten gewählt wird, diese Rasse wird dann auch gewählt. Welches Abzeichen am meisten gewählt wird. Also im Endeffekt kann es auch sein, dass das Pferd in der Kombination nie entstanden ist. Aber dass es halt am häufigsten war in dem jeweiligen Bereich. Also da entscheidet euch dafür, was ihr haben möchtet in den einzelnen Bereichen. Und wir senden das Ganze mal ab. Und dann schreibt Star Stable, danke, dass du bei der Partyplanung geholfen hast. Wir freuen uns sehr darauf, unseren 10. Jahrestag mit dir zu feiern. Hashtag Starfan, wir können es kaum erwarten, mit den Vorbereitungen anzufangen und die ersten Einblicke zu gewähren. Habt ein Auge. Okay, also wir werden vielleicht ein paar Vorab-Infos bekommen. Und wir können uns schon darauf freuen, dass wir sehr, sehr bald dann ein Pferd von Star Stable geschenkt bekommen. Okay, es ist noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt Mai, das heißt August. Mai, Juni, Juli, August, September, also in 4 Monaten kriegen wir dann ein Pferd von Star Stable geschenkt. Freut euch drauf, seid gespannt. Ich bin gespannt, was es am Ende werden wird. Und dann sehen wir uns am nächsten Mal. Ihr könnt ja mal am besten reinschreiben, was ihr so gewählt habt. Welche Fellfarbe findet ihr am geilsten? Worauf freut ihr euch so? Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.